Aloha, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ja, ich wurde ein paar Mal jetzt schon gefragt, wie ich meine neuen Thumbnails mache und das ist super, super einfach. Und heute zeige ich euch, wie ihr ganz gute Thumbnails macht. Und zwar gibt es da einen coolen Link, eine coole Seite, da braucht ihr noch nicht mal irgendwie großartig ein gutes Programm oder so und das ist wirklich so easy. Das ist Minecraft Nova Skin ME Wallpapers. Pass auf, wir gehen da mal jetzt zusammen drauf. Hier habe ich jetzt heute schon eins gemacht. Ihr landet dann auf dieser Seite. Da könnt ihr auch super coole Sachen mitmachen. Also Minecraft ist da echt, alles offen irgendwie. Und ich wollte jetzt auch wirklich mal ein Minecraft-Thumbnail mit euch machen. Und zwar klicke ich dann hier drauf. Habe mir dieses ausgesucht. Komm schon. Oh Gott, jetzt haben die neuen. Oh, jetzt muss ich das suchen erstmal. Also ihr seht, was ist das denn? Das ist auch neu hier. Ich guck das mal. Würde das ganz gerne mal. Komm hier. Ja, muss jetzt ein bisschen laden. Bandicam und so, ne? Frisst natürlich einiges. So, wenn ihr da drauf geklickt habt, dann lädt es hier. Ihr seht hier oben den Ladebalken. Customize your wallpaper. Scroll to the button. Ja, wir wollen jetzt das Bild mal sehen. Komm. Er saved es gerade. Dauert jetzt vielleicht ein bisschen. Normalerweise dauert es nicht so lange. Ab und zu ist es aber auch wirklich so, dass wirklich länger dauert, bis das hier verarbeitet wird. Ne? Gerade bei den neuen Bildern, die sind irgendwie, dauern die echt lange. Ihr habt hier wirklich super tolle Sachen und ihr seht, also ihr könnt eure eigenen Skins dann hier einfügen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Vielleicht erkennen die ein oder anderen so ein paar Sachen. Dieses hier habe ich letztens benutzt für mich und Raccoon Play. Dieses hier habe ich schon bei Unleashed verwendet. Was gibt's denn hier noch? Eigentlich habe ich die alle schon verwendet irgendwie. Die sind zwar dann nicht öffentlich geworden, aber oh, das ist auch total schön gewesen für Weihnachten. Aber dieses hier ist neu. Das hätte ich jetzt echt gerne mal verwendet. Wo ist denn das mit... Ich finde es jetzt gerade nicht. Die ändern sich natürlich auch immer wieder. Sind wir jetzt endlich hier durch hier unten? Nein, immer noch einen. Ah, guck mal, hier kann man irgendwas tun. Warum geht das jetzt gerade nicht? Verstehe es nicht. Ich probiere mal ein anderes. Ah ja. So, und dann habt das hier. Und dann jetzt schaut mal hier. Ihr könnt jetzt hier ganz normale Skins, also alle, die auf Minecraft.net registriert sind, die ganzen Skins könnt ihr euch raussuchen. Ich suche mal meinen. Leilani84 bin ich ja in Minecraft. So, und dann search for the player. In Minecraft.net. Vielleicht muss ich das L auch groß schreiben. Moment, ich versuch's mal eben, weil ihr müsst wirklich genau so schreiben, wie der Name auf Minecraft.net angemeldet ist. Da ist er. Da ist Leilani. Und im Hintergrund, seht ihr, habe ich gerade hier so ein Ding geköpft. Aber ich würde gerne ein anderes nehmen. Möchte mehrere. Hier, das habe ich zum Beispiel für Taddle genommen. Komm, wir nehmen das einfach mal. Wir stellen jetzt einfach dieses hier nach. Jetzt muss wieder ein bisschen laden, aber ich glaube, die Älteren, die sind immer ein bisschen einfacher. So, guck mal, jetzt bin ich hier mit mir selber. Ich würde aber ganz gerne mit Gronkh. Ich würde mit Gronkh gerne ein Bild machen. Wie wird denn der geschrieben? Einfach so? Lass mal gucken, ob ich den so finde. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht in Minecraft. Ah, ist er das? Ich weiß es nicht. Oder wir könnten Simon von Ungespielt. Wäre bestimmt auch cool. Da würde ich meinem Sohn eine Freude machen. Pass auf, Ungespielt. Der wird klein geschrieben, oder? Guck mal. Boah, da kommen die direkt alle, die Skins. Da ist er. Juhu. Cool. Also haben wir dieses Bild, haben wir jetzt. Das können wir aber jetzt auch noch verändern. Ich klicke mal auf die höchste Anzahl. Ihr könnt natürlich mit diesem Pixel Express, was ich euch jetzt gleich zeige. Also das haben wir hier. Hier unten jetzt auf Pixel Express klicken. Und dann könnt ihr den noch so richtig eure eigene Note geben. Könnt natürlich auch vom Browser irgendwelche Sachen hier rausladen. Ihr müsst nicht unbedingt diese Minecraft-Sachen nehmen, aber das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Loading. Na komm schon, mach's mir nicht so schwer. So, da ist er.
der Pixel Express. So, Loading Image, das lädt jetzt von hier oben hier runter, damit wir das auch bearbeiten können dann. Und jetzt seht ihr, so, wir haben jetzt hier dieses stinknormale Bild, was natürlich, ja, geht schon, wenn man irgendwie jemanden, wenn man eine geile Sache, wenn man zum Beispiel mit ungespielt jetzt den noch nicht getroffen hat auf irgendeinem Minecraft-Server und sich dann so ein Foto machen will, ist richtig cool. Jetzt zeige ich euch, wie man Sachen von eurem PC edit. Und zwar geht ihr hier auf Adjustment und dann auf Add Image. So, und dann könnt ihr hier auf euren Browser zugreifen. Ihr seht also, ich habe hier eine Menge Bilder. Die habe ich vorhin verwendet. Da habe ich einfach aus dem Video habe ich Screenshots gemacht und ja, dann habe ich die genommen. Oh, mich an Karneval. was haben wir denn hier jetzt gerade? Was nehmen wir denn? Komm, ich nehme jetzt einfach mal dieses hier. So, das Leilani. So, jetzt habt ihr das in klein. Ihr könnt das aber hier noch verändern, wie ihr wollt. Das heißt, wenn ihr gar nicht ungespielt und Leilani haben wollt, dann könnt ihr dieses Bild größer machen. Das geht mit allen Bildern. Ich habe zum Beispiel auch auf meinem PC ein ganz normales, striktes, weißes Bild. Oder ein blaues Bild, egal, ich habe sämtliche Farben und dann verwende ich die als Hintergründe, wenn ich einfach nur dann so kleine Screenshots reinmachen will. So, auf Apply würde das jetzt übernehmen, aber auf Cancel möchte ich gehen, weil ich möchte ja dieses Bild hier verändern. Ihr habt so viele verschiedene Möglichkeiten. Hier könnt ihr Splash wählen, dann habt ihr einfach nur ganz schwarz-weiß und dann geht ihr hier auf verschiedene Punkte und dann könnt ihr das hervorheben in verschiedenen Farben. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Ich möchte euch jetzt was anderes zeigen. Und zwar gibt es hier auch Border. Gehen wir mal auf Grunge. Und dann könnt ihr hier total schöne Sachen mitmachen. Also ihr seht, ihr könnt das auch jetzt ganz nicht so ganz doll. Dann würden wir das jetzt ein bisschen schwächer machen. So, ihr könnt euch jetzt ein Herzchen darum. Oh, warte mal eben. Warte mal eben, hier gibt es noch ganz, ganz viele schöne Sachen. Hier ein Totenkopf. Ist das ein Totenkopf? Loading. Na komm. Da. Jetzt haben wir hier oben über uns einen Totenkopf. Sehr, sehr cool. Aber wir wollen auf Cancel gehen. Ihr habt Möglichkeiten unbegrenzt, wirklich. Ihr könnt das Ganze als einen Film laufen lassen. Und also es ist wirklich sehr, sehr cool. Und alles immer... Ne, könnt ihr hier direkt verwenden. Das ist so geil. Ich suche aber was anderes. Und zwar das Herzchen. Wenn ungespielt schon mit mir hier rumrennt, ja, dann will ich das auch vernünftig machen. So. Ach Gott. Ich habe gedacht, das wäre ein Herzchen hier. Okay. Aber das finde ich cool. Ich werde das nehmen. Und ja, so. So ist doch cool, oder? So, Apply, dann haben wir es. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein bisschen Ink verwenden. So, dass das alles ein bisschen auf alt gemacht ist. Können wir auch hier wieder verändern. Aber ich habe da noch ein anderes schönes gesehen. Ui, das ist ein bisschen zu Heavy Metal Payback. Black Nin. Na komm. Ach so. Ja, so ist schön. Apply, so. Dann haben wir noch ganz, ganz tolle Sachen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, Overlay zu verwenden. Das heißt, wir können hier das alles noch hier so schön machen. So ist doch auch toll, ne? Und das auch alles wieder je nach Wunsch. So, da gehe ich jetzt mal auf Apply. Dann machen wir mal hier eine kleine Lightshow rein. Herzchen! Die können wir aber auch jetzt auch noch woanders hinpacken. So, jetzt hier unten oder hier oder da oben. Da. So. Apply, jetzt sieht man zwar den Totenkopf nicht mehr, aber das ist nicht ganz so schlimm. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was ist das denn? Ball. Oh, schick. Aber es gefällt mir nicht. So, eine Flamme. Ja, Feuerwerk. Wuhu. Nee, gefällt mir nicht. Feuerwerk. Da. Das ist doch schick. Aber das passt nicht so ganz. Gut, dann haben wir jetzt noch eine andere schöne Möglichkeit. Und zwar könnt ihr hier auch ja direkt vom Server gestellte Sachen verwenden. Da habe ich schon so einige lustige Sachen gemacht. Zum Beispiel könnte ungespielt ja echt jetzt mal hier so eine schicke Brille hier, ne? Die wird dem noch gut stehen. Könnt ihr auch alles noch richtig schön machen hier. So.
Hat eine tolle Brille auf, der Simon Apple. So, was können wir mir denn geben? Ja, die braucht der auf jeden Fall, ne? Also die braucht der auf jeden Fall. So, ich hoffe, du bist nämlich mir nicht böse, lieber Simon, dass ich dich hier so ein bisschen verunstalte. Zack. Summer. Summer ist immer gut. Oh, ein Eis. Hm. Alles klein, verstellbar und anstatt einer Blume habe ich jetzt ein Eis hier in der Hand. Hm. Lecker. Welches mir natürlich gerade Simon gekauft hat, ne? Ist ja klar. So, das können wir jetzt alles noch ein bisschen drehen, dann sieht man die Blume nicht mehr so. Und Apple. Zack. Also wie gesagt, ihr braucht hier überhaupt nichts downloaden. Das ist alles hier vom Server bereitgestellt von Nova Skin. Ihr könnt hier auch eure Skins verändern. Also ihr müsst da wirklich mal ein bisschen rumgucken. Da gibt es total tolle Sachen, die man hier machen kann. So, haben wir auch noch eine Sonne. Was haben wir denn hier noch so? Nature. Oh, ein Schmetterling. So. Ach, warum nicht? Happy. Und Marks? Was sind Marks? Ach ja, diese hier benutze ich super gerne, wenn ich irgendwie mal so folgenmäßig oder so, könnt ihr bei GTA beim Thumbnail könnt ihr mal reingucken. Hier habe ich zum Beispiel jetzt GTA reingeschrieben. Also ihr könnt das wirklich ganz, ganz groß machen, so dass ihr nur, ja, das sieht jetzt so aus, als würde dieses ganze Bild jetzt einmal geratscht werden und ja, dann könnt ihr auch noch sämtliche Sachen davor tun. Also ist wirklich, wirklich cool. Ich brauche es jetzt nicht. Hauptsache, ich habe euch das mal gezeigt. So, ein Engelchen. Natürlich. Engelchen und Teufelchen. So. Hey. So. Na klar. Sehr cool. Engelchen und Teufelchen unterwegs. Was ich auch noch richtig geil finde und natürlich als Engelchen auf jeden Fall brauche, sind diese hier. So. Die machen wir uns mal was kleiner. So, Leilani hat Engelsflügel. Ich glaube, hier sind die ganz passend. Apply und apply, apply, apply. Und die andere Seite noch. So müsste die richtige Größe sein jetzt. Ne, noch ein Stückchen kleiner. Na komm schon. So. Oder soll ich Simon den geben? Gib Simon den. So, cool. Sieht auch sehr, sehr geil aus, oder? Ja, ich würde sagen, ich habe euch jetzt ein bisschen was gezeigt. Hier gibt es natürlich noch jede Menge andere Möglichkeiten. Effekte könnt ihr hier einbauen. Girls at Night und hast du nicht gesehen? Sehr geil. Das benutze ich auch super gerne hier, um dem Ganzen ja ein bisschen Glamour zu geben. So, könnt ihr das noch so machen und dann ziehen wir das alles ein bisschen größer. So und apply. So, wenn ihr das, natürlich könnt ihr hier auch noch Texte, also hier gibt es so, so viele geile Sachen, Fonts, die ihr benutzen könnt. Wir nehmen jetzt mal dieses hier und dann schreiben wir mal Lay und Simon oder Lay und ungespielt. So, guck mal hier, dann könnt ihr das hier hinpacken, hier unten. Und das würde jetzt nicht so ganz passen, das würde mir nicht so ganz zusagen. Deswegen könnt ihr hier also wirklich sämtliche Farben benutzen. Diese gefällt mir ganz gut, die nehme ich. Zack, so, apply, lay und ungespielt. Schön, das Ganze könnt ihr hier auch noch größer machen, falls ihr irgendwas verändern wollt mit diesen Adjustments hier. Ihr seht die, ihr könnt hier wirklich rote Augen verändern, ihr könnt hier brighten, ihr könnt die Color verändern, so wie ihr das wollt. Das ist wirklich, also wenn ihr wirklich kreativ werden wollt, dann könnt ihr das hier tun. Die Borders, die Overlays, ach so, Overlays sind auch noch, ne, gar nicht, war Effekte war das. Hier könnt ihr dann Default verwenden, Soft und hast du nicht gesehen. Leute, ich save mir das Ganze jetzt und zwar werde ich jetzt hier für einen Namen eingeben, Lay und ungespielt. So, die Qualität stelle ich auf ganz hoch, das gefällt mir am besten. Dann gehe ich auf Save. Und dann wird hier angezeigt, wo das Ganze dann gespeichert werden soll. Und zack,
Oh, jetzt habe ich. Oh, jetzt habe ich Mist gemacht. So. Nochmal saven das Ganze. Play. Und umgespielt. So. Die Qualität auf hoch. Achso, jetzt muss ich eine 1 dahinter machen. So, save. Ich glaube, war nämlich gerade, ne? Moment, Moment. Ach nee, das hat trotzdem gemacht. Okay, gut, dann speichern wir das Ganze jetzt nochmal so. Und das war's auch schon. Und so habt ihr wirklich ganz, ganz tolle individuelle Thumbnails für euren Kanal, wenn ihr mal irgendwie eurer Mama was Schönes oder eurer besten Freundin irgendwas Tolles schenken wollt, dann habt ihr hier auf jeden Fall die Möglichkeit, schnell was ganz, ganz Tolles, Individuelles zu machen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Schaut mal vorbei auf Nora Skin. Ich mache hier nicht irgendwelche Werbung oder so, aber ich habe es selbst gefunden. Und jetzt wird wahrscheinlich wieder irgendjemand da hinten schreien, nein, Leilani, ich hab's dir gezeigt. Ja, ich hab's auch von jemandem bekommen und benutzt das seitdem. Und wirklich, wenn ich mal viel Zeit habe, dann gebe ich mir auch ganz, ganz viel Mühe, um irgendwelche individuellen Thumbnails zu erstellen. Ab heute könnt ihr das auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Sikowski.